Hallo Gisbert, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute direkt gegenüber vom Spryker-Stammsitz bei Klöckner in Berlin. Ganz bekannt für deine Digitalisierungsanstrengung bei Klöckner bist du. Dem einen oder anderen sagt das aber vielleicht gar nichts, was Klöckner eigentlich ist. Deswegen, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Gisbert Rühl. Ich bin CEO von Klöckner. Klöckner SE mit Sitz in Duisburg eigentlich. Hier in Berlin sitzt ja unser Digital Hub, Klöckner.ai, wo wir jetzt gerade sind. Klöckner ist ein über 110 Jahre altes Unternehmen, Stahlhandelshaus, hat als Stahlhandelshaus begonnen, hat mal zwischendurch sehr viel Diversifikation betrieben, ist dann aber jetzt wieder reduziert im Grunde genommen auf das Thema Stahlhandel, Stahldistribution, Stahlservice Center. Wir machen einen Umsatz von, oder hatten im letzten Jahr einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. 60% unseres Geschäfts ist hier in Europa, 40% in Nordamerika. Wie viele Leute arbeiten für Klöckner? Aktuell 8.850 Mitarbeiter. Heute geht es ja wie so oft im Kassenzone-Podcast um das Thema Transformation und Digitalisierung. Wenn man sich jetzt klassische Industrien anschaut, dann würde man ganz zuletzt auf das Thema Stahlindustrie kommen, mit der Frage, warum müsst ihr überhaupt digitalisieren? Das ist ja so eine super analoge Industrie. Du bist jetzt das Paradebeispiel im Markt, würde ich dafür sagen, für einen CEO, für den Transformation und Digitalisierung wichtig ist. Kannst du da uns ein bisschen mal mitnehmen? Also was hat eigentlich dazu geführt, dass ihr so viel macht? Wir gucken auch gleich genau, was ihr macht. Also was macht eigentlich Klöckner I, was für Plattformen betreibt ihr? Aber woher kommt der Impuls, so viel für Digitalisierung zu tun? Ja, also wenn man in diesem Distributions- oder Stahldistributionsgeschäft ist, dann ist das zum großen Teil auch ein Commodity-Geschäft. Und beim Commodity-Geschäft besteht ja das grundsätzliche Problem, dass man eigentlich immer unten auf der Kostenkurve sein muss. Und deswegen sind solche Unternehmen eigentlich gewohnt, immer nur Kosten zu cutten, immer Kosteneinsparungsprogramme durchzuführen. Das Problem ist nur, das macht man nicht nur als Unternehmen alleine, sondern der Wettbewerb macht es auch. Und das führt dazu, dass die Produktivitätsfortschritte, die man erzielt, eigentlich immer wieder in den Markt abgegeben werden. Und das war die Überlegung vor einigen Jahren, also vor über 5 Jahren, dass wir ans Geschäftsmodell, ans Business Model ran müssen, dass wir uns da verändern müssen, um eben hier das Unternehmen dann nachhaltig auf eine andere Ebene zu heben. Und die Idee wurde die Idee geboren, dass man aufgrund der Technologien, die jetzt eben auch zukünftig oder die dafür zur Verfügung stehen, dass man sich eher in Richtung Plattformgeschäfte bewegt. Also dass man praktisch neue Geschäftsmodelle auf Basis von Plattformen entwickelt. Das war so der ganze Auslöser. Und vielleicht nochmal zu eurem Stahlgeschäft selber, für diejenigen, die nicht in der Branche sind. Ihr handelt mit Stahl, aber ihr stellt jetzt keinen Stahl her. Ja gut, wir kaufen also Stahl von den großen bekannten Stahlproduzenten in Europa und Nordamerika. Wir haben insgesamt 160 Standorte, also der Stahl kommt in unsere Standorte. Und dann verteilen wir diesen Stahl an unsere Kunden aus der Automobilindustrie, aus dem Anlagen- und Maschinenbau und aus der Bauindustrie oder eben auch Weiterverarbeiter von Stahl und Metall. Meistens mit einer gewissen Anarbeitung. Das kann eine relativ einfache Anarbeitung sein, indem wir eben sägen. Also wir haben einen großen Träger und zersägen den, weil ein Handwerksunternehmen eben kleinere Dimensionen braucht, bis hin zu komplexeren Verarbeitungen, dass wir über 3D dann auch Teile fertigen, die bei einem Unternehmen zum Beispiel aus der Yellow-Industrie direkt eingebaut werden können. Also seid ihr, wenn ich mir das aus dem B2C-Markt übertrage, seid ihr dann eher so eine Art Großhändler, übernimmt so eine Art Logistikfunktion dann für den Endabnehmer, für den Endverbraucher des Stahls? Ja, es ist also Großhändler, also Händler, Weiterverarbeitung, aber so die ersten beiden Prozessschritte. Und eben dann die Logistik zu dem Kunden hin. Und dann kurz zum weiteren Verständnis. Was wir in allen klassischen Digitalmodellen sehen, ist ja eine Vertikalisierung des Handels. Haben denn nicht die Stahlproduzenten selber auch ein hohes Interesse, den Kontakt zu dem Endkunden zu haben? Beziehungsweise, was ist denn die Rechtfertigungsgrundlage für das Geschäftsmodell von Klöckner? Also warum kann das ein Stahlproduzent eigentlich nicht selber machen, an den Handwerker
den Stahl zu geben? Ja, im Prinzip kann er schon, macht er ja auch. Also in Europa gibt es Stahlproduzenten, die auch eine eigene Distribution haben. In Nordamerika ist es getrennt, aber so aus historischen Gründen stark getrennt. Also aber im Prinzip kann er das auch selbst. Nur was er eben braucht, ist immer diese Distribution. Die kann ihm selber gehören, das kann eine externe Distribution sein, aber der Produzent könnte jetzt nicht, sagen wir, von seinem Werk direkt an den Handwerker die zersichten Träger liefern. Das würde nicht funktionieren. Weil er die Logistik nicht hat. Weil er die Logistik nicht hat und das ist ja im Grunde genommen da hinten die Kleinverteilung. Ne? Aber der Produzent liefert natürlich auch direkt. Zum Beispiel die Automobilindustrie bezieht auch in hohem Maße direkt von den Produzenten. Also man kann sagen, es ist etwa 50%, vielleicht 60% gehen über den Handel oder die Distribution und der Rest geht auch direkt von den Produzenten an größere Stahlverbraucher dann. Ich habe auf eurer Webseite von Klöckner I, das kann ich auch nochmal teilen, dann später im Blogbeitrag, eine Präsentation gefunden, die den Markt so ein bisschen beschreibt und eure Aktivitäten und Geschäftsmodelle. Da hast du gesagt, auf der Kundenseite gibt es eigentlich nicht so wirklich die loyalen Kunden, also weil es ein Commodity-Gut ist, folgen die eigentlich immer dem Anbieter, der den besten Preis liefern geben kann, richtig? Und dieser Preisdruck, den wir ja natürlich auch im Onlinehandel klassischerweise sehen, also das passiert ja Onlinehändlern genauso wie Stahlhändlern, der sorgt dafür, dass ihr einen sehr hohen Druck auf der Kostenseite permanent habt. Kannst du ein bisschen was zur Fragmentierung des Marktes sagen? Also gibt es viele große Handelskonzerne wie Klöckner, die Stahlhandeln? Der Stahlhandel ist extrem fragmentiert. Im Gegensatz zu der Produzentenseite, die ja relativ konsolidiert ist, auch in Europa. Aber dann ist der Stahlhandel da sehr fragmentiert. Also selbst wir als in Europa drittgrößter Stahlhändler haben einen Marktanteil von unter 10%. 80% kann man sagen, ist eher mittelständisch geprägt oder auch sehr kleine Stahldistributeure. Also ein extrem fragmentierter Markt. Aber wie kann das sein? Also warum kann sich, und das ist, wenn du sagst, es ist ein Skalengeschäftsmodell, also derjenige, der eigentlich die beste Kostenstruktur hat, setzt sich am Ende des Tages durch. Wie kann denn ein kleiner Stahlhändler in Wuppertal, nehmen wir jetzt mal an, sich irgendwie ein Stahllager finanzieren und dann selber den Stahlträger an den Handwerker liefern? Wie kann er das denn günstiger machen als ihr? Ja gut, also einmal die Skaleneffekte, da muss man ja fragen, wo kommen sie her? Also typischerweise würde man im Handel ja erwarten, dass sie auch sehr stark über den Einkauf kommen. Wenn ich zum Beispiel in der Sanitärdistribution bin, ob ich da nun 10.000 Toilettensitze verkaufe oder 1.000 oder 100, das hat natürlich eine starke Auswirkung auf den Preis. Das ist aber im Stahl nicht notwendigerweise der Fall. Es gibt gewisse Vorteile, aber die sind nicht zu groß, weil wir eigentlich immer von einer bestimmten Hütte kaufen. Und vielleicht dann sind die Mengen von dieser bestimmten Hütte manchmal gar nicht so viel höher als von einem mittleren oder kleineren Stahlhändler. Dann gibt es im Stahl immer Überkapazitäten. Das führt natürlich auch dazu, dass Skaleneffekte im Einkauf reduziert sind. Und dann hat natürlich ein kleiner Stahlhändler, der meinetwegen nur einen Standort hat, auch kein Overhead. Das heißt, er hat auf der Administrationsseite mit hoher Wahrscheinlichkeit eine günstige Kostensituation, vielleicht sogar im Familienbetrieb. Und weil das so ist, konsolidiert der Markt auch, also traditionell nicht oder nur sehr, sehr langsam. Ah, okay, das heißt, der hat vielleicht selber ein kleines Lager oder Gelände, was ihm gehört, was man gar nicht mehr sozusagen mieten oder abzinsen muss. Das legt er sich voll mit Stahl. Der wird ja nicht schlecht, gehe ich jetzt mal davon aus, außer wird voll geregnet. Er kann sogar Gewinne, wenn er zum richtigen Zeitpunkt einkauft. Er kann sogar spekulieren, was wir ja auch nur reduziert können, so als börsennotiertes Unternehmen, kann er eben auch spekulieren mit dem Stahl. Und wenn er das gut macht, weil der Stahlpreis volatil ist, dann kann der auch durchaus mehr verdienen als wir mit einem vergleichbaren Standort. Okay, verstehe ich. Also der Markt ist sehr fragmentiert und es gibt jetzt keinen wesentlichen Effekt, dass eine Zentralisierung einsetzt. Keine ausreichenden Skaleneffekte, die zu einer stärkeren Konsolidierung führen würden. Okay, und wie sieht das weltweit aus? Ist das quasi weltweit auch die gleiche Situation, die wir dann hier in Europa haben? Und noch vielleicht viel wichtiger, ist denn die Stahlnachfrage, steigt die denn, weil so viel gebaut wird? Das wäre jetzt so mein initiales Verständnis gewesen, weil ja auch Beton knapp wird, hört man ja immer wieder. Gilt das auch für Stahl? Also vom Grundsatz her
ist die Situation in den USA zum Beispiel ähnlich. Es gibt bestimmte Länder, die stärker konsolidiert sind, aus irgendwelchen Gründen, aber vom Grundsatz her sind die Märkte schon fragmentiert, auch in anderen Regionen. Der Stahlverbrauch steigt, aber moderat. Also wir haben hier zum Beispiel in Europa vielleicht ein Wachstum von 1-2% in diesem Jahr im Verbrauch. Das liegt daran, dass Bau läuft noch sehr gut, aber wenn man dann den Automobilbau nimmt zum Beispiel, der durchaus eine Schwächephase hat seit dem letzten Jahr, und Maschinenbau läuft bisher auch gut, der könnte aber auch schwächer werden. Also der Stahlverbrauch wächst, wenn, dann eher moderat. Also wir sehen hier keine großen Sprünge. In den USA war es jetzt ein bisschen stärker aufgrund dessen, dass die Konjunktur da sehr gut gelaufen ist. Aber an und für sich würde ich sagen, in den Industrieländern hat man so 1-2% Wachstum im Schnitt. Okay, das heißt, das ist gar nicht, korreliert gar nicht 100% mit dem weltweiten Betonverbrauch oder Zementverbrauch. Naja gut, Stahl geht eben nicht nur im Bau. Also in Deutschland ist es so, kann man sagen, grob 20% Bau, 20% Automobilbau, 20% Anlagenbau oder Stahlbau. Also das ist da relativ gleich verteilt. Also Bau ist eben nur ein Fünftel da in dem Fall. Okay, und jetzt kommt ihr, also den Markt verstehe ich, ihr seid quasi einer der ganz großen Player in diesem Markt und sagt, wir müssen da was tun, weil dieser Kostenwettbewerb, der ist nicht unendlich durchhaltbar und kann man auch Pech haben, 2-3 Jahre. Bei den engen Margen ist das dann auch nicht so gesund fürs Unternehmen. Jetzt bauen wir eine digitale Plattform. Kannst du vielleicht, ihr habt ja vor 5 Jahren angefangen, wenn ich das richtig gesehen habe, 2014, kannst du da vielleicht mal die initialen Überlegungen nochmal rekapitulieren, weil mich interessieren würde jetzt, also ihr erfüllt ja, wenn man das von außen so beobachtet, was Klöckner macht und insbesondere was du machst, du bist ja quasi der CEO verantwortlich für die Digitalisierung. In jeder McKinsey BCG Präsentation würdet ihr ja wirklich jedes Häkchen erfüllen, ja? Also im Sinne von Venture-Kapital sozusagen allokieren auf neue Businesses, sozusagen die Dinge, die nicht am Kernbusiness sind, so ein bisschen weiter weg tun, nach Berlin ausgründen, der CEO ist verantwortlich. Also es gibt quasi kaum ein Feld, was ihr nicht erfüllt im Gründchen. Was ich jetzt auch mal mit dir versuchen möchte zu lernen ist, kannst jetzt 5 Jahre lang zurückblicken, würdest du jetzt eigentlich genauso wieder machen? Was waren vielleicht diese Überlegungen oder wo bist du dann, obwohl du diesem Playbook gefolgt bist, auf Schwierigkeiten gestoßen? Ja, also vom Grundsatz würde ich es so wieder machen. Wir haben vor 5 Jahren damals oder gut 5 Jahren die Idee dieser Plattform entwickelt. Auch im Übrigen, dass auf der Plattform auch der Wettbewerb seine Produkte verkaufen soll. Das war natürlich, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt sehr disruptiv und hat auch bei uns übrigens im Unternehmen wenig Anhänger gefunden, vom Grundsatz her. Aber die Überlegung war schon, dass man mit einer Plattform letztendlich nur erfolgreich sein kann, wenn man sie auch für den Wettbewerb öffnet, in einem fragmentierten Markt. Und in Oligopolen kann das anders sein, aber in einem fragmentierten Markt geht es nur so. Und dann haben wir, glaube ich, eine Sache wirklich zu Beginn richtig gemacht. Und wir sind nicht angefangen, wie es eine Corporate typischerweise machen würde. Also wenn man die Idee hat, eine Plattform zu bauen, dann wird erstmal eine Systemanalyse gemacht, dass man auch nichts vergisst bei so einer Plattform. Da ist man dann 2 Jahre mit beschäftigt, dann fängt man an, die Plattform zu erstellen, dass man nochmal 2 Jahre beschäftigt und hinterher merkt man, der Kunde interessiert sich überhaupt nicht für die Plattform. Sondern wir haben, und das haben wir aber gelernt, hier auch in Berlin insbesondere. Wir sind ja dann hier angefangen damals, zunächst mal im Beta-Haus und dann haben wir uns ja dann eigenständig hier weiterentwickelt. Aber was wir sofort frühzeitig gelernt haben, ist, dass man, wie man vom Kunden anfängt, wie man auch erstmal erste Prototypen baut, also auch dieser MVP-Gedanke, den ich damals noch nicht kannte, das habe ich auch hier gelernt. Und gerade wenn man das 30 Jahre anders gemacht hat und weiß, dass man eigentlich immer unzufrieden war mit diesen Projekten, diesen Waterfall-Projekten, da war das ein unglaublich erhellendes Ereignis damals für mich, dass ich mich im Übrigen auch geärgert habe, dass mich schon vorher mal jemand vorbeigekommen ist und mir gesagt hat, das kann man doch anders machen. Ja, und das haben wir dann eben aufgegriffen. Das heißt, wir hatten diese große Vision von dieser Industrieplattform, haben aber erstmal klein angefangen, ohne dass wir übrigens genau wussten, wie wir da hinkommen. Sondern wir haben einfach gesagt, wir legen jetzt erstmal los, wir fangen mal beim Kunden an, wir versuchen mal beim Kunden herauszufinden, was ist wirklich der Painpoint,
wenn er Stahl bestellt und nicht nur, indem wir den Kunden fragen, wie läuft es denn so, was können wir besser machen und dann eben diese Entwicklung erster Prototypen, wir waren dann nach 6 Wochen so weit, dass wir auch dann so eine erste kleine Plattform gelauncht haben bei unseren Kunden und die dann immer weiterentwickelt haben. Also das war ein wichtiges Learning zu Beginn. Ich glaube, wenn wir das Learning damals nicht gemacht hätten, dann wäre vieles anders gelaufen. Und kannst du da auch mal eine Hausnummer nennen, was dafür nötig war, um das sinnvoll anzuschieben? Also als Großkonzern oder als mittelgroßer Konzern mit 6,7 Milliarden Umsatz, hast du, glaube ich, gerade gesagt, muss man ja wahrscheinlich schon einen ordentlichen Teil seines Innovationsbudgets in solche Projekte stecken. Also ich glaube, in dieser Präsentation, die ihr online gestellt habt, war aber irgendwie die Rede von 30 Millionen, die hier reingeflossen sind in Klöckner-I. Das kann ich schwer zuordnen. Kannst du dazu was, also wie viele Leute arbeiten dafür, wie müsstet ihr irgendwie anfangen? Was muss ein großer Mittelständler heute investieren, um ähnlich wie ihr sinnvoll diese Digitalisierung zu starten? Also wir haben wirklich mini angefangen. Wir haben ja im Betahaus angefangen. Für 1.000 Euro im Monat haben wir uns da einen Tisch gemietet. Und dann habe ich da 2 Mitarbeiter, jüngere, von uns rübergeschickt. Und mit denen haben wir hier praktisch losgelegt. Das heißt, die Kosten sind erst angestiegen, auch mit dem, was wir gebaut und entwickelt haben. Also wir haben nicht gleich hier mit einem riesen Kostenapparat angefangen. Wie gesagt, weil wir auch nicht genau wussten, wie wir an das Ziel kommen letztendlich. Also man kann, glaube ich, das ist eine wichtige Message, man muss nicht gleich einen riesen Apparat haben, sondern man kann erstmal relativ klein anfangen. Man muss nur eben richtig anfangen, an der richtigen Stelle. Mittlerweile sind wir hier in Berlin, haben wir ja 2 Unternehmen, also einmal Klöckner.ai, wo wir hier sitzen, mit 90 Mitarbeitern. Klöckner.ai hat ja bisher proprietär nur für Klöckner gearbeitet, hat die proprietären Plattformen erstellt und bei der ganzen Transformation des Ganzen in Klöckner hinein geholfen. Und wir haben Klöckner.ai aber jetzt geöffnet, auch für Drittunternehmen. Wir haben ja die Zusammenarbeit hier auch mit HAI, dass wir eben jetzt gemeinsam eben auch dritte, also externe Kunden hier bedienen wollen. HAI, dem Inkubator von Axel Springer. Ja, genau. Ja, und weil wir uns da ganz gut ergänzen, ne, der eine kommt so von der auch High-Level-Strategieberatung und wir sind ja auch in letzter Konsequenz durch dessen, was wir gemacht haben, sehr stark umsetzungsgetrieben hier. Und wir haben dann im letzten Jahr noch XOM oder XOM Materials gelauncht. Das ist die ursprüngliche Vision. Also diese unabhängige oder die Industrieplattform, mit der wir hier nochmal 50 Mitarbeiter beschäftigen, die aber sehr stark jetzt weiter wachsen wird. Gehen wir nochmal zum Anfang quasi der ersten Plattform, die ihr gebaut habt. Die habt ihr mit einem Online-Shop, glaube ich. Ja, wir haben in der Contract, oder? Also man muss dazu sagen, wir haben eigentlich 2 Arten von Kunden. Wir haben Spot-Kunden, also die relativ von heute auf morgen kaufen. Und dann haben wir Kontraktkunden, zum Beispiel aus der Automobilindustrie, mit denen wir eben dann Vierteljahres- oder Halbjahreskontrakte haben. Und das Erste, was wir gebaut haben, war damals eine Kontraktplattform, die im Übrigen so entstanden ist, dass wir dann, nachdem wir gelernt haben, wie man es macht, zum Kunden geht, dann haben wir herausgefunden, dass die Kunden, wenn die bei uns Kontrakte abschließen, die Kontrakte gar nicht so nachvollziehen können. Dann, der eine hat einen Excel-Sheet, der andere nicht. Also jeder macht das irgendwie anders. Dann muss dauernd kommuniziert werden, wo stehen wir denn mit dem Kontrakt und so weiter. Und dann haben wir dafür eigentlich eine einfache Plattform entwickelt, über die Kunden dann ihre Kontrakte verfolgen konnten und eben neue Kontrakte auch initiieren konnten. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Kontrakt? Also ich bestelle jetzt über ein Jahr hinweg jeden Tag 5 Stahlträger, 2 Tonnen und hoffe, dass ihr die täglich liefert? Oder wie muss ja gut, also Kontrakte sind mehr im Blechbereich, also jetzt meinetwegen an die Automobilindustrie. Wir schließen Kontrakt, Vierteljahreskontrakt über eine bestimmte Liefermenge und die Menge muss dann eben auch innerhalb dieses Vierteljahres von uns geliefert und aber auch auf der anderen Seite abgenommen werden. Und deswegen müssen die Kontrakte eben verfolgt werden. Und dann kann man, wenn der Kontrakt eben erfüllt ist, dann kann man praktisch einen neuen Kontrakt abschließen. Aber mit der Kontraktplattform konnte man dann eine Anfrage stellen für einen neuen Kontrakt oder man konnte direkt einen neuen Kontrakt initiieren. Okay, das war das erste Portal und das habt ihr entwickelt, wahrscheinlich in dem MVP-Modus, den du besprochen hast. Und damit seid ihr dann direkt zu euren Kunden gegangen? Ja, weil wir es auch mit denen entwickelt haben.
Also wir sind ja zu den Kunden und haben dann versucht herauszufinden, was die Probleme sind, wenn die mit uns Kontrakte abschließen. Okay, und was war denn dann die Reaktion eurer bisherigen Vertriebsmannschaft, die ja wahrscheinlich den exklusiven Draht zu den Kunden hatte, per Telefon oder Fax oder wie auch immer? Ja, die Schwierigkeit trat eigentlich dann mehr mit dem dann Online-Shop. Also das war das nächste Thema, war dann der Online-Shop. Und da wird es dann ein bisschen kritischer. Also bei den Kontrakten ist es ja noch so, dass die Verhandlungen über die Kontrakte und so weiter natürlich über den Vertrieb laufen und dann nur die Abrufe eben, wenn man so will, automatisiert sind. Aber beim Online-Shop ist es dann ja ein bisschen anders. Also da kann der Kunde ja im Grunde genommen direkt auch am Vertrieb vorbei bestellen. Und das war natürlich schwierig, weil auf der einen Seite unsere Vertriebsleute gefürchtet haben zum damaligen Zeitpunkt, dass sie damit ihren Job möglicherweise verlieren, weil sie dann nach vorne nicht mehr benötigt werden. Aber auch auf der anderen Seite, der Einkäufer fürchtet dasselbe. Ja, und wenn beide fürchten, letztendlich ihren Job zu verlieren, dann werden sie beide nicht gerade den Einsatz eines Online-Shops supporten. Warum fürchtet der Einkäufer das? Naja gut, wenn der Einkauf dann auch automatisiert wird, also wenn praktisch aus dem ERP-System des Einkaufs die Produkte in den Online-Shop gestellt werden, dann kann natürlich auch die ganze Transaktion vollkommen automatisiert ablaufen. Was ja fairerweise auch zu der Vision passt, dass man diese Skaleneffekte, denen ihr auch immer nachlaufen müsst oder die ihr immer noch erreichen müsst, die muss man ja auch irgendwo hebeln. Also am Ende des Tages sind es ja Personalkosten, die dann auch auf der Strecke bleiben. Das ist auch natürlich auch ein Teil der Zielsetzung, keine Frage, insbesondere für das Commodity-Geschäft. Mhm. Das Commodity-Geschäft hat eigentlich nur eine Chance, attraktiv zu sein, wenn die gesamte Liefer- und Leistungskette dort vollkommen digitalisiert ist. Aber, und das war dann eben auch die Kommunikation, auch mit unseren Vertriebsleuten beispielsweise, also das ist dann jetzt schon das Thema Transformation nach innen, wie bekomme ich denn die Leute auch überhaupt dazu, das zu supporten. Es geht dann zum Beispiel eben dahin, dass man sagt, pass mal auf, statt dich um Administration mit dem Kunden zu kümmern. Und diese administrativen Prozesse da im Commodity-Bereich, in dem wir sowieso kaum Geld verdienen, zu verfolgen, kümmere dich doch lieber mal um den Kunden und versuche herauszufinden, was er sonst noch alles braucht oder was wir sonst noch alles für ihn tun können. Also je mehr Zeit wir für den Kunden haben, desto mehr können wir ihm dann eben auch andere Dienstleistungen und Produkte anbieten. Also der Kundenkontakt geht eigentlich nicht verloren, sondern er verschiebt sich nur vom, sag mal, Anrufen und Abwicklung einer Commodity-Bestellung eben her rüber zur Abwicklung von höherwertigen Bestellungen. Das stimmt, das Argument würde ich aber gerne mal aufgreifen, das habe ich auch irgendwo gelesen von euch. Das stimmt ja sehr in der klassischen Transformationstheorie, ne? Dass man dann sagt, komm, man kümmert sich um die Sachen, die eigentlich einen echten Mehrwert erzeugen. Wenn man aber mit einem Großteil von so einer klassischen Vertriebsstruktur mal redet und die dann auch über 10, 20, 30 Jahre immer ein sehr, sehr wiederholbares, ähnliches Geschäft gemacht hat, merkt man, dass viele gar nicht in der Lage sind, diese Art von Beratung überhaupt zu leisten. Das ist auch immer ein bisschen das Problem in der Transformation von stationären Händlern, fairerweise. Das heißt, wenn man, obwohl das stimmt, obwohl das von der sozusagen auch zur Unternehmensvision passt, man kann höherwertige Güter, höherwertige Services verkaufen, einfacher zu verteidigen, also schwieriger Marktzugang dann für den Wettbewerb, funktioniert es ja für den Einzelnen, der dann davon betroffen ist, eben doch nicht, weil der hat vielleicht die letzten 10 Jahre klassisch verkauft, die Kontrakte, der hat quasi klassisch seine 20, 30, 100 Einkäuferbeziehungen geführt und der muss auf einmal umlernen. Und da fängt ja dann Transformation wirklich an. Hier in Berlin, glaube ich, wenn man die Leute, die mit euch in irgendeiner Form zu tun hat, ob es jetzt ein Hai ist oder andere, die euch schon mal gesehen haben oder wissen, was ihr macht, da würde jeder sagen, 100% der richtige Weg, was das Thema digitale Transformation angeht. Ob das jetzt dann erst Portal A, dann Portal B und Rollout, Geschwindigkeit, das ist immer so ein bisschen Geschmäckle. Ich könnte mir aber vorstellen, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, kann mir vorstellen, wenn ich aber heute in eure Zentrale nach Duisburg gehe und mir irgendjemanden beliebigen rauspicke, der vielleicht noch nicht hier war, noch nicht hier saß eine Woche und frage, naja, diese 30, 40, 50 Millionen jetzt hier reingeflossen sind, wie finden das eigentlich? Dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, weiß ich nicht so genau. Ja, ist irgendwie ganz gut, aber ich bin nicht betroffen, lasst mich damit in Ruhe. Ja, ich glaube, wahrscheinlich nicht mehr. Also bei uns hat das Thema schon auch im Unternehmen eine hohe Relevanz. Und es gibt auch
keinen, der da nicht irgendwo in irgendeiner Form vom betroffen ist. Wir haben das Thema auch ja permanent penetriert und wir haben ja auch zum Beispiel eine Digital Academy, bei der sich unsere Mitarbeiter unbegrenzt digital auch während der Arbeitszeit fortbilden können, damit wir den Digital IQ des Unternehmens steigern. Also insofern ist das Thema Digitalisierung, glaube ich, jedem sehr präsent. Natürlich gibt es den Effekt, dass nicht jeder da mitkommt. Das ist, glaube ich, in jeder Organisation so. Wenn einer nur gewohnt ist, übers Telefon irgendwelche Commodity-Projekte, Produkte zu verkaufen, einfacher Art, der wird es ein bisschen schwieriger haben. Aber wir haben in der Regel Vertriebsleute, die ein sehr gutes Produkt-Know-how haben. Also, weil die Vielfältigkeit im Stahl- und im Metallhandel extrem groß ist. Wir haben extrem viele unterschiedliche Produkte, extrem viele unterschiedliche Normen und. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir gleich vom rein Commodity-Handel in den High-End-Bereich reingehen, sondern wir gehen ja immer, was wir ja versuchen ist, Services anbieten, zum Beispiel den nächsten, ersten, zweiten Prozessschritt oder dass wir eben Prozesse, die der Kunde derzeit durchführt, dass wir die insourcen. Und das können unsere Leute sehr gut. Sie müssen eben nur die Zeit haben, sich intensiver mit dem Kunden zu beschäftigen. Intensiver heißt zum Beispiel, dass man eben nicht nur zum Einkäufer geht, sondern man guckt sich auch die Produktion an, man versucht die Produktion zu verstehen und versucht dann eben auch Prozesse aus der Produktion einfacher, Prozesse möglicherweise eben über Klöckner anzubieten. Aber wenn man sich mit dem Kunden nicht beschäftigen kann, dann weiß man das ja gar nicht. Das ist eben die Idee, die dahinter steckt. Aber eins ist auch klar, das ganze Modell wird natürlich nur funktionieren, auch wenn man dadurch wächst. Wenn man den Gesamtmarkt nimmt, dann wird das natürlich unterm Strich so sein, dass man im Gesamtmarkt weniger Vertriebsleute braucht als heute. Das ist auch klar. Und glaubst du denn, dass es so ein Modell wie Amazon auch in eure Welt schaffen kann und das auch durchdringt, also insbesondere für Commodity-Produkte? Weil das, was du ja beschreibst, also alle Zielgruppen, die ich jetzt verstanden habe, ob jetzt der Maschinenbauer ist oder der Auto, sozusagen die Automobilhersteller, boah, diese Einkaufsprozesse, die dahinter stecken, ist jetzt, also klar, wenn ich jetzt vielleicht einen Metallpfosten bestelle, ja, oder so ein kleiner Stahlträger, ja, fair enough, das wird wahrscheinlich von Amazon irgendwie abwickelbar sein, wenn der Preis stimmt und die Bewertung dort auch angezeigt werden. Aber ist das eigentlich ein Markt, wo die Gefahr von den heute dominanten digitalen Plattformen schon da ist? Oder seht ihr da eine Gefahr? Oder glaubt ihr, nee, das wird eine neue Plattform sein und hoffentlich spielt ihr dann eine große Rolle? Ja, ich glaube, wir werden letztendlich so drei Arten ganz grob von Plattformen haben. Also jetzt in dem Fall ist Amazon ja eher eine horizontale Plattform, die im Übrigen auch Stahl anbietet. Also für deinen Träger, den du kaufen willst, den könntest du vielleicht sogar bei Amazon kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon jemand den Träger dort anbietet. Ich werde es gleich mal suchen hier bei Amazon. Können wir gleich mal suchen. Aber ein Blech zum Beispiel wirst du da sicherlich finden. Und du wirst natürlich auch, bist natürlich auch jemand, der wenig preissensibel ist, weil du gar nicht weißt, was ein Träger kostet oder eine Tonne Stahl, wirst du wahrscheinlich auch, du willst dann den Träger haben und ob der nun 20 oder 50 oder 100 Euro kostet, wird dir wahrscheinlich egal sein. Also ich bin schon preissensibel, aber ich habe keine Preistransparenz, das stimmt. Ja, wenn jetzt der Träger für 300 angeboten wird und kein anderer da ist. Genau, der Longtail, würde ich mal sagen, ist da eher weniger preissensibel. Also es wird Überlappungen geben, natürlich. Aktuell würde ich mal sagen, Amazon Business passt eben dann für so Kleinstbedarfe, wenn man mal ein Blech braucht für einen Garten oder was weiß ich, oder für einen Kellerausbau oder einen kleinen Dreh, dann ist man mit Amazon Business möglicherweise gut bedient, wenn das Produkt da angeboten wird. So, und dann gibt es die proprietären Plattformen, also wie bei hier Klöckner.ai, wir haben ja auch den Klöckner Marktplatz, der wird immer tiefer gehen. Der wird immer aber sehr spezialisiert dann auch auf die Services, die Klöckner anbietet. Weil jeder Distributeur oder jedes Service ist auch ein bisschen anders aufgebaut mit seinen Services. Der wird also sehr stark zugeschnitten sein auf das, was Klöckner anbietet. Und es gibt ja auch Kunden, die eben auch auf kontinuierlicher Basis bei Klöckner kaufen, die jetzt nicht jedes Mal einen Preisvergleich machen, weil sie eben auch spezialisiertere Produkte brauchen. So, und dann gibt es eben sowas wie Xom. Xom ist eben auch eine vertikale Plattform, die eben auch industriespezifische generelle Services anbietet. Nicht so spezialisiert wie die proprietäre, aber deutlich mehr als die horizontale Plattform. Hast du mal ein Beispiel dafür, was das für ein Service sein kann?
Ja, das geht los, ich sag mal, das geht eben los mit Sägen, das kann Bohren sein, das kann auch Laserzuschnitt sein. Ja? Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, 2D-Laserzuschnitt wird auch sicherlich auf Xom angeboten. Wenn es dann 3D-Laserzuschnitt von Rohren mit einem großen Durchmesser ist, das dann wieder spezialisiert, das könnte man dann wieder über Klöckner kaufen. Also so gesehen wird es da Überlappungen zwischen den Plattformen geben, aber auch eben jeweils eine klare Spezialisierung, wobei man natürlich immer im Hinterkopf haben muss, dass das ein dynamisches System ist. Das steht ja nicht still. Jeder entwickelt sich ja weiter. Aber derjenige, der jetzt, sagen wir mal, als Handwerksunternehmen oder Blechverarbeiter, der jetzt gewisse Spotmengen hat, größere Spotmengen hat, der wird wahrscheinlich am Ende des Tages über Xom besser bedient sein. Der wird diese Mengen vielleicht bei Amazon gar nicht finden in der Form oder die Produkte, die er braucht und dann auch nicht zu den Preisen. Und für den ist wiederum die spezialisierte Plattform zu umständlich, wenn er zum Beispiel Preisvergleiche machen will oder wenn er sich unterschiedliche Angebote einholen will. Verstehe ich. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Stahlträger bei Amazon.de gibt es offiziell 262 Ergebnisse, aber nur die ersten drei, vier Ergebnisse sehen wirklich aus wie Stahlträger. Ja. Und dann auch nur ganz kurze für jeweils so 10 € bis 17 €. Da ist noch Ja. einiges möglich, da könntet ihr jetzt noch die Rankings fluten. Ja. Das könnten wir machen. Jetzt müssen wir nur wiederum sehen, dass wir von unseren Standorten nicht so sehr auf das Kleingeschäft ausgerüstet sind. Also wir sind mehr aufgestellt für eben doch jetzt nicht riesig, aber etwas größere Mengen. Also wenn wir jetzt einen kleinen Träger, können wir daraus auch verkaufen, aber das ist wahrscheinlich von der Kostenstruktur her eher nicht so günstig auf Dauer. Aber das muss man sehen, auch das ist natürlich dynamisch. Und bei Xom, diesem Marktplatzansatz, den er da betreibt, der ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hier von Klöckner i ein bisschen getrennt, dann, damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, andere Unternehmen, die eigentlich Wettbewerber sind, von Klöckner auf diese Plattform zu holen. Wie ist da der Zuspruch? Das würde mich mal interessieren. Also ich meine, in so einer eingefuchsten alten Industrie, da wird es doch wahrscheinlich jeder den anderen verdächtigen, irgendwie sein Geschäft klauen zu wollen. Naja, zunächst mal ist es so, es ist nicht nur ein bisschen getrennt, sondern es ist wirklich ganz hart getrennt. Also wir haben ja Xom beim Bundeskartellamt damals angemeldet und das war auch für das Bundeskartellamt ein interessantes Thema, also jetzt tiefer mit uns praktisch in dieses Plattformgeschäft einzusteigen. Und Maßgabe ist hier für uns, dass es eben eine klare Chinese Wall zu Xom geben muss. Also wir dürfen zum Beispiel auch von Klöckner Seite nicht einzelne Preise und Dinge bei Xom abrufen. Ja? Also das ist scharf getrennt und Xom hat ja auch einen eigenen Standort hier und es gibt auch keine personellen Überlappungen. Ja? Die sind auch mit einem eigenständigen Management selbstständig. Die sind auch sogar in letzter Konsequenz auch im Wettbewerb mit dem Klöckner Marktplatz. Warum ist das so? Also warum muss man das trennen? Weil ich würde ja aus Klöckner Sicht sagen, Ja, es wäre doch cool, wenn man das. weil Wettbewerbsdaten dort liegen. Wir dürfen nicht und wir wollen aber auch gar nicht in die Wettbewerbsdaten Einsicht nehmen, weil sonst würden wir auch den Wettbewerber gar nicht auf Xom bekommen. Mal was für Wettbewerbsdaten denn? Preise für Stahl? Ja, gut, Preise, Mengen. Also sagen wir mal so, wenn jetzt ein Wettbewerber bei uns über Xom verkauft, dann dürfen die Informationen natürlich nicht an Klöckner gelangen. Welche Menge, welche Preise, welcher Wettbewerber. Dann kann ja eine Industrieplattform nicht funktionieren. Aber ist nicht das Kernmodell von Amazon? Ja, bei Amazon ist es anders. Das Amazon-Modell ist genau, das würde aber bei uns natürlich definitiv nicht funktionieren. Weil mit dem Amazon-Modell würden wir Wettbewerber nicht auf unsere Plattform bekommen. Also bei Xom gibt es auch keine Präferenz von Klöckner. Wenn Sie bei Xom Produkte aufrufen, also da ist nicht wie bei Amazon oder First Choice oder Amazon Choice oder so, und dass es dann oben steht, das gibt es bei Xom nicht. Bei Xom wird jeder Wettbewerber gleich behandelt. Und wie ist der Zuspruch bisher? Wie viele Ja. Leute verkaufen da schon? Also, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt über 6 Millionen schon abgewickelt über Xom. Also der Zuspruch, das Interesse ist riesengroß. 6 Millionen was? Orders? Nee, Euro? GMV, ja, Ordervolumen. Und das Interesse ist riesengroß. Und da kommen wir mal zu dem Problem im B2B-Bereich. Also das Interesse ist riesengroß. Also das hat sich auch extrem geändert in den letzten Monaten.
weil der Markt, der sicherlich erst auch vor Jahren, als wir mit dem Thema Digitalisierung angefangen haben, das sehr skeptisch gesehen hat, dem ist jetzt auch klar, dass an dem Thema Digitalisierung und Plattform kein Weg vorbeigeht. Es wird so sein, dass letztendlich in dieser Industrie, auch in, und es gilt auch für andere Industrien, dass diese Geschäfte über Plattformen abgewickelt werden. Weil aus Kundensicht gedacht, es gibt nichts, was für den Kunden komfortabler ist, wenn er einen Zugang hat, eine Schnittstelle, über die er beispielsweise alle Stahl- und Metallprodukte kaufen kann, transparent kaufen kann. Dann ist das most convenient für den Kunden und wenn das so ist, dann wird es das letztendlich geben, egal wer es macht. So, das war ja auch unser Gedanke an der Stelle. So, und der Zuspruch ist groß. Es ist natürlich die erste Herausforderung ist, einen neuen Kunden onzuboarden, einen neuen Lieferanten, weil wir müssen ja die Verbindung auch in die ERP-Systeme schaffen. In seine ERP-Systeme. Das heißt, wir müssen die Schnittstellenthemen lösen. Beim Stahl gibt es keine normierten Produkte. Das heißt, wir müssen den auf unsere Produktdaten machen. Wir müssen die Produktbezeichnungen angleichen, damit auch ein Kunde was findet hinterher. Das heißt, es gibt nicht so eine Art DIN A4 Stahlträger. Nein, es gibt gewisse Normen, ne? Aber die Bezeichnungen sind eben auch variabel. Also jedes Unternehmen hat auch für Stahlprodukte eine andere Bezeichnung. Das ist nicht normiert, ne, an der Stelle. So. Ja. Und also wir müssen das Produktmatching machen. Und eben die ERP-Systeme. Und dann muss das ja auch noch mit den Prozessen, mit den Einkaufsprozessen oder mit den Verkaufsprozessen aligned werden. So, das ist aufwendiger als im B2C-Bereich, wenn du ein neues Konto eröffnest und einfach losbestellst. Ja? Ich meine, das kannst du hier auch machen, das geht bei Xom natürlich auch. Aber der richtige Benefit ist natürlich dann erst da, wenn diese Integration in die Systeme geschaffen wurde. So, und dieses Onboarding. Das braucht mehr Zeit. Und sind denn alle Produkte, die es bei Klöckner gibt, außer von diesen Spezialprodukten, 3D-Laserschnitt zum Beispiel, sind die denn auch bei Xom schon gelistet? Noch nicht alle, aber wir werden sukzessive alle Produkte dort listen. Und wir haben ja auch schon Wettbewerber, die auch ihre Produkte dort listen. Also was ist dann das Argument für einen Kunden, nehmen wir mal, ich bin ein Handwerksbetrieb, sich bei Klöckner zu registrieren oder der Plattform, die ihr habt, und nicht direkt alles bei Xom zu machen, wo es eine größere Auswahl gibt? Ja, also wenn der Kunde tatsächlich jetzt mehr Commodity-Stahl kaufen will, ist er bei Xom besser bedient, weil er kann bei Xom übrigens, und das ist auch wichtig, also das muss man auch lernen, wenn der Kunde praktisch Xom, also wenn der über einen Online-Shop kauft, ja, dann ist das möglicherweise ein anderer Prozess, als wie er normalerweise Stahl einkauft. Er kauft heute Stahl so ein, indem er eben eine E-Mail oder ein Fax an mehrere potenzielle Lieferanten schickt. Und beim Online-Shop wäre das ja anders. Da müsste er praktisch ja auch direkt agieren. Ja. Ja? So, das macht Sinn, wenn er mal schnell was braucht. Wenn er schnell Mengen braucht, dann macht das Sinn, über einen Shop zu gehen. Wenn nicht, dann muss er aber diese Möglichkeit haben, eben einfach eine Anfrage an Xom zu stellen. Und das ist zum Beispiel, was wir bei Xom leisten. Also bei Xom kann der Kunde, übrigens auch per Fax, wenn er will sogar, oder per E-Mail, kann er an Xom eine Anfrage stellen. Wir digitalisieren diese Anfrage und wir senden diese Anfrage raus an verschiedene potenzielle Lieferanten, auch welche, die noch gar nicht auf der Plattform sind. Wenn die dann ein Angebot abgeben wollen, müssen sich eines auf der Plattform registrieren und wir machen dann auch den Vergleich auf der Plattform, den Preisvergleich. Also jetzt kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein klassischer Online-Shop, sondern es ist erstmal so eine Art Matchmaking-Plattform. Aber ihr verdient doch wahrscheinlich Geld beides auf Basis des GMVs, oder? Bitte? Ihr kriegt doch wahrscheinlich eine Prämie sozusagen von dem Umsatz. Das müsste das Geschäftsmodell sein. Ja, ja, genau. Okay. Aber es ist beides. Wir können den direkten Kauf bedienen, also dass direkt praktisch gekauft werden kann oder dass man das eben über eine Anfrage macht. Okay, verstehe ich. Wie weit seid ihr mit der Plattform? Ja, die Plattform haben wir im Februar letzten Jahres gelauncht. Und wir sind jetzt so weit, dass wir die weiter in Europa, auch in Länder wie Tschechien und Polen und so weiter ausrollen, Slowakei, also Italien, also in Gesamteuropa ausrollen und sind letzte Woche auch, haben den Launch auch in den USA durchgeführt. Und wenn ich jetzt auf eine Stahlmesse gehe, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, die Steelworld oder sowas, dann ist das so das Gesprächsthema gerade beim Bereich Digital, was ihr macht? Ja, das hat sich stark gewandelt. Also es gibt kaum noch eine Veranstaltung, wo nicht das Thema Digitalisierung einen hohen Stellenwert hat. Und in der Regel werden wir dann auch dazugeladen, auch in den USA übrigens,
weil wir auch dort als die Company gelten, die das Thema am weitesten vorangetrieben hat. Spannend. Was mich dann aber insbesondere im Bereich Transformation natürlich interessiert, wenn ihr das nach diesem Playbook gemacht habt, und das sieht ja nach, stark nach Digitalisierungsplaybook hier aus, dann hat man immer das Ziel, dass die Fähigkeiten, die man hier an so einem Remote-Standort aufbaut, dass man die auch in irgendeiner Form zurückholt, eigentlich das Kerngeschäft, also eigentlich die Elektrifizierung damit vorantreiben kann in eurer Zentrale. Hat das funktioniert? Also kriegt ihr quasi das Know-how, was ihr hier aufbaut, ob das jetzt Produktdaten sind, Vorgehensweisen der Programmierung, MVP-Ansätze, Herangehensweisen an Personabildung von Kunden? Könnt ihr das irgendwie übertragen zurück in eure Zentrale? Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema natürlich, das hängt auch sehr stark davon ab, dass man also einen Hub richtig positioniert. Also wir haben erst, als wir angefangen haben, haben wir Clocknode AI komplett selbstständig agieren lassen. Das war vielleicht auch nicht schlecht, um die ersten Plattformen oder die ersten MVPs relativ schnell zu erstellen. Aber dann kam eben das Problem, was dann typischerweise auftritt, dass die Corporate erstmal so einen Abstoßeffekt hat. Das heißt, man muss so einen Hub schon näher dran führen und im Übrigen auch, das war auch sehr stark das Interesse der Leute hier, die gesagt haben, Mensch, wir haben uns das so einfach vorgestellt, so ein Stahlshop, aber wir brauchen doch viel mehr Know-how über das Produkt selbst, damit wir es richtig klassifizieren und so weiter. Und wir treiben auch die Transformation in Klöckner hinein. Es gibt hier eine relativ enge Zusammenarbeit. Sie werden hier auch immer, es laufen auch immer heute auch wieder Klöckner-Leute rum hier, weil gemeinsame Projekte besprochen werden. Wobei wir, wie gesagt, diese Selbstständigkeit hier halten, aber nach innen schon eine Reihe von Themen transformiert haben. Zum Beispiel diesen MVP-Gedanken. Also wenn wir Projekte aufsetzen, fangen wir jetzt auch immer in der Form an. Wir arbeiten in vielen Bereichen mittlerweile auch Agile, auch mit Scrum. Das ist auch schon sehr weit verbreitet bei uns. Wir haben eine höhere Fehlerkultur, nicht in allen Bereichen, aber da, wo wir Innovationen vorantreiben. Wir haben, wie gesagt, diese Digital Academy. Wir haben eine hierarchiefreie Kommunikation bei Klöckner, bei der wir eben über alle Hierarchieebenen hinweg intensiv miteinander kommunizieren. Also wir haben eine Reihe von Themen Richtung Klöckner getrieben, wobei Klöckner natürlich nie ein Startup werden wird. Das muss man sich auch klar sein. Es wird immer diese Unterschiede geben. Aber wir versuchen da, wo es sinnvoll ist, solche Themen voranzutreiben. Und übrigens auch alles immer als MVP. Also wir machen dann keine großen Initiativen, dass wir sagen, wir machen jetzt meinetwegen eine Failure-Night-Initiative und das müssen jetzt alle Länder in den nächsten 2 Monaten durchführen, sondern wir starten auch immer als MVP, sehen dann zu, wie es läuft und dann wird es weiter ins Unternehmen reingetrieben. So haben wir übrigens auch die Digital Academy angefangen, war auch ein ganz kleiner MVP. Nach 3 Wochen haben wir losgelegt und mittlerweile haben wir da auch weit über 1000 Teilnehmer. Wenn ihr mit HAI zusammenarbeitet, dann seid ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen in deren Sprachgebrauch, lauft ihr wahrscheinlich nach und sagt, Digitalisierung hat kein Ende, es ist ein permanenter Prozess. Trotzdem, wenn man jetzt so fragen würde, sagen wir mal, es gibt Digitalisierung 1.0, 2.0, ja? Elektrifizierung des Kerngeschäftsmodells. Hier seid ihr jetzt relativ innovativ in Berlin bei Klöckner AI, im Axom sowieso. Wie weit durchdrungen hat das die Kernorganisation von Klöckner? Wenn man jetzt nur mal die Zentrale anguckt und noch gar nicht diese ganzen Läger und Länderstrukturen, sondern wie weit ist digital denn schon in den Köpfen da drin, so in der ersten Phase, die man irgendwie braucht, damit es da ein Verständnis gibt, was ein MVP ist, wie man Projekte gestalten muss, wie Kundenorientierung heute aussieht, also wenn man diese ganzen Regeln aus dem Digitalen überträgt und du jetzt eine Skala von 1 bis 10 so, 1 ist noch nicht gestartet, 10 ist, haben jetzt alle einmal gestanden, haben alle schon mal das Digital-Handbuch durchgelesen, waren schon mal in so einem Workshop und haben auch schon mal selber ein Kundengespräch geführt. Wie weit seid ihr denn? Ja, zum einen muss man sagen, dass wir aber in jeder Niederlassung natürlich auch digital Umsätze haben. Also wir haben ja jetzt 25% unseres Umsatzes ist ja digital. Also das betrifft jede Niederlassung. Wir haben Niederlassungen, wo wir schon weiter sind. Da haben wir jetzt auch Digital Teams, die nur Digitalverkauf machen. Wir haben noch Niederlassungen, wo es gemischt ist, wo ein Vertriebsmann praktisch offline und online, aber wir haben auch Teams, die nur die Digitalverkäufe machen. Wir gehen auch so weit, zum Beispiel jetzt in Frankreich,
dass wir jetzt in den nächsten Monaten umschalten werden und werden Kleinmengen, also Kleinkunden, nur noch digital bedienen. Wie muss man sich das vorstellen für eine Vertriebsmannschaft, die dann nur digital macht in der Niederlassung? Wie viele Leute arbeiten in so einer klassischen Niederlassung? Also in einer Niederlassung arbeiten so typischerweise 30, 40 Mitarbeiter. Und da sind dann irgendwie 3, 4 Leute, die machen nur Digitalbestellungen. Das heißt, wenn eine Bestellung über eure Klöckner-Plattform eingeht oder auch über Xo meinetwegen, die dann in diese Region passt, dann gibt es Leute, die nichts anderes machen, als diese Bestellung abzuarbeiten. Ja, genau. Die dürfen nicht mehr, die machen nichts mehr offline, die machen nur noch online. Okay, aber nochmal zurück zur Frage, verstehe ich. Also so gesehen ist der Durchdringungsgrad da sehr hoch. Also bei uns gibt es mit Sicherheit keine einzige Niederlassung, die keine Ahnung von Digitalgeschäft hat. Das ist sehr stark durchdrungen. Diese Vorgehensweise, MVP und so, das müssen wir natürlich nicht in jeder Niederlassung machen, weil wir machen jetzt nicht in jeder Niederlassung eine Customer Ideation und so weiter. Das machen wir schon mit den Leuten aus den Niederlassungen zusammen, aber das würden dann zum Beispiel unsere Leute von Klöckner.ai gehen dann in die Niederlassung und gehen dann mit den Vertriebsleuten zu den Kunden. In der Zentrale Scrum, das ist was sich jetzt im Moment im Unternehmen aber sehr stark ausbreitet, aber auch in die Region, auch in die verschiedenen Länder. Also ich war zum Beispiel jetzt vor 3 Wochen in den Niederlanden und dann, die machen ihre Geschäftsführersitzung nur noch im Scrum-Verfahren in Niederlanden. So, und das heißt... Was heißt das? Kannst du das mal... Machen praktisch keine klassische Geschäftsführersitzung mehr, sondern die haben da ihr Scrum-Board, die machen da ihr Stand-Up-Meeting und dann werden die ganzen Themen da besprochen und dann geht das... Also das war jetzt so ein vorgefertigtes Scrum-Board, wo die Projekte dann von außen nach innen getrieben werden. Ne? Und die machen halt nicht mehr dieses klassische Geschäftsführungsformat. Also die Dinge setzen sich durch, wobei wir immer versuchen... Geschäftsführung in Sprints, interessanter Gedanke. Ja, nee, aber das ist freiwillig jetzt. Das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht so, dass wir das bei der Zentrale sozusagen anordnen und jetzt müssen alle Geschäftsführersitzungen in dem Verfahren abgewickelt werden, sondern wir versuchen zu überzeugen. Wir versuchen immer zu überzeugen und damit die Leute das dann selber annehmen und weitertreiben. Im Übrigen auch diese Initiativen. Wir haben keinen, der Initiativen leitet. Die Initiativen werden aufgegriffen. Zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, Failure Nights ist ein Hobby von unserer Leiterin IR, Investor Relations. Die findet diese Failure Nights gut und die veranstaltet Failure Nights. Und die führt das auch eben in anderen Ländern ein und erklärt den Leuten, wie man es machen muss und was gut ist, was nicht gut ist aus der Erfahrung, die wir jetzt haben. Also so versuchen wir, die Organisation zu mobilisieren. Die Frage, wo wir stehen, ist übrigens eine interessante Frage, die man gar nicht beantworten kann. Also ich habe jetzt gerade nochmal unsere Personalleiterin sozusagen damit beauftragt, mal jemanden zu finden, extern zu finden, der vielleicht mal tatsächlich ein Judgment abgeben kann, wo wir stehen, wie weit wir wo gekommen sind. Weil das ist relativ schwierig zu beantworten. Also gerade auf dieser Skala von 1 bis 10, weil ich auch gar nicht weiß, wo 10 ist. 10 ist, der Markt guckt auf euch. Also ihr entwickelt die neuesten Methodiken, ob das jetzt für eure Industrie ist oder generell für Digitalisierungsansätze. Alle kommen zu euch und lernen. Noch geht ihr ja auch zu vielen anderen und lernt von denen und versucht das zu übertragen. Das Problem bei der 10 ist, heute eine 10 ist es morgen halt eine 5. Und da kommen die meisten Unternehmen ja nicht hinterher. Also sie glauben halt, dass das ein einmaliger Prozess ist, den sie auch mal managen müssen. Aber dann, wenn die Leute dann aufhören zu lernen oder auch selber Initiativen zu entwickeln, dann rutscht man dann ganz schnell auf der Skala wieder ab. Und dann gibt es irgendwann jemand anders, der die 10 deswegen glaube ich, es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Und deswegen auch wichtig, diese Öffnung nach außen hier, auch von Klöckner.ai, dass auch nach von außen Impulse reinkommen, dass wir nicht nur hier im eigenen Saft schmoren, von außen Impulse, die wir dann eventuell auch wieder, das sind ja auch Learnings, die wir machen hier, auch wie was bei anderen möglicherweise vielleicht auch besser läuft oder was wir gelernt haben, wie wir es bei anderen besser umsetzen können, können wir dann auch bei uns umsetzen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein kontinuierlicher Prozess. Genau, vielleicht zum Ende hin von unserem Podcast. Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Online-Einkauf tatsächlich im Stahlbereich. Gibt es denn diese klassischen Commodity-Kunden, die wirklich dann online nach einem bestimmten Blech suchen und die ihr dann über so Suchmaschinen-Marketing abholen könnt in euren Klöckner-Shop und die ihr dann konvertiert, gibt es diesen Kunden überhaupt? Im Longtail. Ne? Die gibt es mehr im Longtail. Und wir haben auch eine Reihe von Kunden, die auch über Google und dann auch den Shop finden und dort einkaufen. Aber das sind natürlich die größeren Kunden,
die kennen uns in der Regel, ne? Oder die kennen den Markt in der Regel. Also, aber das im Longtail gibt es das schon. Also übrigens waren wir auch überrascht, weil wir hatten eigentlich auch gedacht, dass wenn jemand Stahl kaufen will, dass er dann schon weiß, wo er den kauft. Aber es ist tatsächlich im Longtail nicht so. Dort gibt es, haben wir viele Neukunden auch auf die Plattform bekommen. Wir haben allein in Deutschland haben wir mittlerweile 25.000 Neukunden auf der Plattform. Aber das sind meist kleinere Kunden, die eben auch kleinere, hier und da mal kleinere Bedarfe haben. Das kann ein Bäckermeister sein, der sich das Blech dann nicht bei seinem Bäckerzulieferer kauft, weil ihm das da vielleicht zu teuer ist, sondern bei uns bestellt. Das kann auch die Galerie sein, die irgendwo einen Alurahmen bestellt. Also solche Kunden kommen dann auch über den Shop auf uns zu. Wächst ihr denn über den Markt? Wir sind im letzten Jahr über den Markt gewachsen, besonders in den USA. Ob das jetzt schon stark online getrieben ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, man muss da auch, wenn man mal sieht, die Online-Umsätze, die wir jetzt zusätzlich machen, ne, durch die Neukunden, die sind zwar da, aber die sind relativ klein, weil das eben der Longtail ist. Mhm. Ne? Und was bestehende Kunden bei uns jetzt mehr online, wir haben auch Kunden, die auch größere Mengen, die wir vorher nicht hatten, die sagen, das ist sehr convenient jetzt hier mit online und dann plötzlich nur bei uns bestellen. Aber ich glaube, dass man da auch ein bisschen Atem haben muss. Also das muss man auch generell mal sagen im B2B. Ein Erfolgsrezept ist, glaube ich, und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut gezeigt auch in den letzten 5 Jahren, man muss eben ständig dran sein und man muss eben auch, man stößt immer wieder auf Probleme, immer wieder auf Schwierigkeiten, man stößt immer wieder auf Themen, die man lösen muss, wo es keine Blaupause für gibt, weil es noch keiner gemacht hat, und man muss nur persistent immer dran sein, immer das Thema weiter vorantreiben. Gibt es denn Dinge, die in den letzten 5 Jahren gelernt habt, wo der sagen würde, da haben wir zu lange an irgendeinem klassischen Dogma festgehalten, das hätten wir eigentlich früher ganz anders sehen müssen, oder wir hätten erst anfangen müssen, unsere Produktdaten in den Griff zu bekommen und dann vielleicht online zu verkaufen? Gibt es solche Learnings, die du teilen kannst? Ja, sowas haben wir eigentlich schon immer wieder. Wir haben zum Beispiel sind jetzt einen großen Schritt weitergekommen mit dem automatisierten Pricing. Was ja auch wichtig ist, weil in letzter Konsequenz haben wir ja keine Preislisten, aber wenn man dann sehr stark, also wenn man den überwiegenden Teil online verkaufen muss, dann muss das eben automatisiert geschehen an der Stelle. Und da haben wir zum Beispiel auch aus meiner Sicht, das hat zu lange gedauert, aber das ist natürlich das Problem, ist hier eben immer, wissen Sie, Pricing ist natürlich sehr stark etwas, was der Vertrieb eben vor 10 Jahren noch völlig autonom gemacht hat. Jetzt haben wir das schon stärker eingeschränkt, auch mit Minimumpreisen und so weiter. Aber da muss ich natürlich auch mal daran gewöhnen, dann, dass das Pricing letztendlich über KI laufen wird. Das wird so sein in letzter Konsequenz vollständig. Und deswegen dauern solche Prozesse eigentlich immer wieder länger, als man sich das eigentlich vorstellt. Ob wir große Fehler gemacht haben, ich glaube, große Fehler haben wir nicht gemacht, vielleicht ein gleich zu Beginn. Wir hatten schon einen konventionell entwickelten Online-Shop bei Klöckner und wir haben ein bisschen zu lange gebraucht, bis wir den abgeschaltet haben, bis wir erkannt haben, die Kunden wollen den nicht und mit dem werden wir nicht erfolgreich sein. Da hat man das typische Syndrom, dass dann immer wieder jemand kommt und sagt, wenn wir das noch machen, dann funktioniert es, und wenn wir das noch machen, funktioniert es. Und ich hatte dann gelernt hier, fail fast, fail cheap. Und das hatte aber dann beim ersten Mal noch ein bisschen zu lange gedauert. Das ging dann hinterher schneller. Okay, und wenn ihr wünscht, ihr was spielen könntet im Sinne von Wachstum, Transformation, jetzt hören wir hier einige tausend Zuhörer zu und was kannst du denen entgegenrufen, außer dass ihr wahrscheinlich den ein oder anderen offenen Job noch zu besetzen habt, wenn du was wünschen kannst? Für die Plattform? Oder? Für die Plattform oder generell braucht ihr irgendwie Zugang zum, keine Ahnung, indischen Markt? Braucht ihr weitere 100 Anbieter auf der Xom-Plattform? Ja, also sag mal so, ich wünsche mir natürlich, dass wir bei Xom unsere Ziele erreichen, jetzt auch eben jetzt doch sehr viel stärker auch abzuscalen in diesem Jahr, dass die Industrie vielleicht noch ein bisschen offensiver an das Thema rangeht. Also wir haben immer noch
viele Bereiche, wo doch sehr defensiv agiert wird, wo man sehr viel erläutern muss. Ich wünsche mir auch, dass in den Unternehmen vielleicht der eine oder andere das dann noch schneller vorantreibt. Denn eins ist doch völlig klar, ich meine, das muss jeder sehen, der in dieser Industrie tätig ist. Wir sind auch nur Teil an einer Wertschöpfungskette. Und die ganze Wertschöpfungskette digitalisiert sich. Und wer sich nicht digitalisiert in dieser Wertschöpfungskette, der fällt schlichtweg raus aus der Kette. Und das wird schneller gehen, als man denkt. Ein Beispiel, ich war jetzt vor 3 Wochen bei einem Kunden in Belgien. Und ein Kunde, der über 50% des Absatzes von dem kleinen Unternehmen, war ein kleines Unternehmen ausmacht, der hat jetzt eingefordert, dass zukünftig komplett digital der Einkauf abgewickelt wird. Und dieser kleine Kunde hatte nicht mal ein ERP-System, hatte überhaupt keine IT, war ein 100-Mann-Unternehmen. Und wenn er jetzt den Sprung, wir helfen ihm jetzt, aber wenn er den Sprung nicht schaffen würde, dann wäre er raus aus dem Markt. Und ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Und da, glaube ich, wäre es gut, wenn noch ein bisschen offensiver das Thema auch von anderen vorangetrieben wird. Das heißt, solange ihr gut wächst, habt ihr ausreichend viel Zuspruch auch im Kernunternehmen. Das ist ja fairerweise auch ein bisschen das Damoklesschwert, was ja über allen Digitalprojekten hängt. Wenn es nach einem gewissen Zeitraum nicht ausreichend zum Wachstum beiträgt, dann haben die Neinsager recht. Wir haben immer gesagt, das war zu teuer, das lenkt uns nur ab, wir machen was anderes. Aber ihr seid nach dem, was ihr bisher gelernt und erlebt habt, auf einem relativ guten Track und eigentlich auch Marktführer. Das heißt, diese Frage, was machen wir jetzt, müssen sich eher die direkten Konkurrenten von euch stellen, die diese Fähigkeiten und auch die Infrastruktur nicht aufgebaut haben. Weil vor 5 Jahren war ja der Aufbau von dem 90-Mann-Team, hast du gesagt, bei Klöckner AI, ja noch deutlich günstiger, als es heute ist. Heute alleine Büros in dieser Größenordnung zu finden und dann nochmal 30 Mitarbeiter, das übersteigt wahrscheinlich schon die Investitionskosten der ersten beiden Jahre, die ihr hattet für eure Plattform. Ja, das ist heute viel schwieriger, das ist richtig. Mhm. Vielen Dank, extrem spannend. Wir folgen das stark weiter. Jetzt, wo wir uns auch kennengelernt haben und ja direkte Büronachbarn sind, schaffen wir es vielleicht noch mal demnächst für einen Update-Café. Vielen Dank, Gisbert. Okay, ja, herzlichen Dank. Bis kommen. Danke.